Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zum 21. Türchen des CSGO Adventskalenders 2018. Und Jungs, heute gehen 4 Preise raus an euch. Die nächsten Tagen werden immer 4 Preise rausgehen, außer am Montag am 24. Da werden es dann sogar 5 Preise sein. So, die 4 Preise von heute wären einmal... Wo haben wir sie denn? Preis Nummer 1 wäre ein Hydra Key. Das wäre mal der erste Preis. Dann Preis Nummer 2 hätten wir einen Clutch Key. Dann als dritten Preis haben wir noch eine UMP 45 Primal Saver, ein Minimalware. Und zu guter Letzt geht heute dann auch noch die AWP Mortis raus in Field Tested. Die Gewinner von gestern setzen heute natürlich wieder aus, die Gewinner von heute werden morgen dafür aussetzen. Warum? Ganz einfach, jeder Gewinner setzt einmal einen Tag aus, damit auch die anderen Leute eine Chance haben zu gewinnen. So, und der erste Gewinner von heute, Phil Schmidt, wieder nix. Na dann weiter und weiter. Und genau das ist es, Jungs. Nicht aufgeben, immer weiter und weiter und dann könnt ihr auch mal was gewinnen. Phil Schmidt, Glückwunsch mal an dich. Du bekommst heute den Hydra Key. Der zweite Preis war ja dann der Clutch Key von heute. Und der geht raus an den Coke HD. Ach, mein Glück ist schon aufgebraucht, XD. Nein, ist es nicht, Mate. Glückwunsch an dich, Coke. Du bekommst den Clutch Key. So, der dritte Preis war ja dann die UMP 45 Primal Saver in Minimalware und die geht heute raus an den Easy Evil. Nice Video. Thanks Mate und Glückwunsch auch an dich für die UMP. Und dann zu guter Letzt geht ja dann die AWP Mortis raus und Field Tested und die geht an Mark Bauer. Ehrenabo. Wichtig. Danke und auch Glückwunsch an dich Mark Bauer. Alle Gewinner werden wie immer unter deren Kommentaren des gestrigen Videos kontaktiert. Dort antwortet ihr mir dann bitte einfach nur mit eurer Trade-UL. Und dann bekommt ihr euren Preis in den nächsten 24 Stunden auch schon zugeoffert. Und weil ich es vorhin angesprochen habe, am 24. Dezember gibt es ja dann noch einen Hauptpreis. Und zwar ist es ein Bowie Knife Knight in Minimalware. Es hat eine relativ gute Float für Minimalware. Man sieht so gut wie keine Scratches, außer vielleicht hier minimal ein paar Kleinigkeiten. Aber sonst ist es ziemlich clean, so Playside wie auch Backside, ziemlich nices Teil. Der Gewinner von dem Hauptpreis bzw. von dem Bowie Knife wird dann unter dem aus den Kommentaren des Video bzw. Episode 18 gezogen. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung und hier oben rechts wird dann auch noch eine Infocard auftauchen, wo das Video verlinkt ist. Dort müsst ihr dieses Video positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video schreiben, dann seid ihr auch bei der Ziehung des Hauptpreises mit dabei. Warum ziehe ich den Gewinner von dem Video? Es ist ganz einfach, weil unter dem Video die meisten Boys von euch kommentiert haben. Es sind auch die meisten Abonnenten von mir dabei und somit haben auch einfach die meisten Leute die Chance auf das Knife. Und weil ich in letzter Zeit auch immer wieder öfters danach gefragt werde, wenn ihr am 23. Dezember gewinnt, seid ihr am 24. Dezember bei dem Knife trotzdem mit dabei. Ihr setzt dafür am 24. nur bei den einzelnen Preisen aus, was ja so noch nebenbei rausgehen. Aber den Hauptpreis sind am 24. alle mit dabei. Alle die, was die 18. Episode positiv bewertet haben, einen Kommentar darunter geschrieben haben und auch ein Abonnent meines Kanals sind. Und an all die Jungs, die was heute zum ersten Mal mit einschalten, sich fragen, yo, wie kann ich bei der morgigen Ziehung mit dabei sein und was gehen hier so noch an Preise raus? Es ist ganz einfach, ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Schon seid ihr dann auch bei der morgigen Ziehung mit dabei. So, was geht denn hier jetzt noch so raus? Wir haben eine Farmer's Roll Cage in Field Tested. Dann einen Hydra Key, weil einen habe ich heute vergewählt. Dann zwei Handschuh Keys und zwei Clutch Keys. Dann haben wir noch eine MP7 Nemesis in FN, eine Galilaya Chatterbox in Valron, eine MP1S Dezimeter in Valron. Jungs, ich dachte ich hätte 5 Stück in Minimalware. Dabei hatte ich nur 4 in MW und einen in abgenutzt. Oder bin ich gerade dumm? Hä? Ja, ist halt so. Lol. Da habe ich mich ein bisschen verguckt beim Skin organisieren. Aber egal. Dann haben wir noch eine AK-47 Redline in Field Tested. Da haben wir ein paar nice Rob-Stickern drauf. Sieht ziemlich nice aus. Eine AWP Mortis ist heute rausgegangen. Dafür aber dann noch eine Pipi Bison Charge von der Vanovis in Field Tested.
eine Nova Hyper Beast, eine M4 SRX in Field Tested, auch ein paar nice Sticker drauf von Hellraisers. Und wie gesagt, dann noch zu guter Letzt das Hauptpreis, das Bowie Knife Knight in Minimalware. So, und dann heben wir hier nochmal eine Kiste auf, weil es irgendwie hat das, es hat was, ne? Auch doch Bock, wenn ich so eine Kiste pro Folge dann noch mit aufhebe. Vielleicht lacke ich ja rein, jetzt vor Weihnachten. Wäre nice, aber ist halt leider nicht so. Geben ist halt nicht so der Typ wie ich, der was anderen gerne gönnt. Geben verteilt halt nur die Bloskins. Ein fetter Huren. Und dann war es dann auch schon mit der heutigen Folge. Wie gesagt, die Gewinner von heute werden unter deren Kommentaren von gestern kontaktiert. Dort bitte einfach nur mit eurer Trade-Duell antworten. Und dann wünsche ich euch auch nur noch viel Glück für die morgige Ziehung. Und dann sage ich nur noch ciao und bis morgen, euer Santa Elmo.